bei Quarks und Co. Heute Abend wird's hochspannend, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es geht um ein Naturphänomen, das uns gleichermaßen Angst macht, uns aber auch fasziniert, nämlich um Blitz und Donner. Und bei Ihnen zu Hause wird's gleich mehrmals einschlagen, aber keine Angst, der Fernseher wird garantiert heil bleiben. Und damit Sie so richtig auf den Vorgeschmack kommen, was Sie heute Abend erwartet, das gibt es bei Quarks und Co. 100 Millionen Volt bahnen sich ihren Weg. Wir zeigen, wie ein Blitz entsteht. Mit kleinen Raketen zapfen amerikanische Wissenschaftler Wolken an und holen sich die Blitze vom Himmel. Sie wurde vom Blitz getroffen und hat es überlebt. Ich finde es immer noch toll. Angst habe ich keine. Blitze sind seine Leidenschaft. Robin und sein Blitzkabinett. Und eine besondere Kunst aus Kalifornien, Funken statt Pinsel. Die Welt von Blitz und Donner ist voller Skurrilitäten. Also hier dieser Funkeninduktor, der gehört doch eigentlich direkt ins Kabinett von Dr. Frankenstein. Oder nehmen Sie dieses Beispiel, ein Drachen und eine Brille. Und beide haben mit dem Menschen zu tun, der als erster die wahre Natur des Blitzes entschlüsselte, nämlich Benjamin Franklin. Er war ein Universalgenie. Unter anderem erfand er hier diese sogenannte Bifokalbrille, eine Doppelbrille. Wenn man unten durchguckt, kann man gut lesen, und obendurch können zumindest bestimmte Menschen auch gut weit sehen. Aber weltberühmt wurde der gute Ben Franklin mit seinem klassischen Drachenversuch. Er war oder gilt als Erfinder des Blitzableiters. Aber oft genug haben wir in der Schule gelernt, dass der Blitz in diesen Drachen einschlug. Und das ist natürlich Schwachsinn. Schauen Sie sich mal hier die Illustration an. Da sieht man sogar den Blitz. Wenn das passiert wäre, hätte Franklin es garantiert nicht überlebt. Es war so um 1750, als er dieses Experiment durchführte. Und damals kannte man noch nicht die genaue Natur des Blitzes. Man vermutete, dass es möglicherweise Feuer sei. Und man wusste also nicht, dass es sich um elektrische Entladungen handelte. Und genau darauf hatte Franklin gesetzt. Wenn man sich das Experiment genau anguckt, oben am Drachen montiert war eine längere elektrisch leitende Stange. Und Franklin nahm nun an, dass die elektrische Ladung hier über das Seil laufen sollte zu diesem Schlüssel. Er war übrigens vorsichtig genug, das Ende des Drachens hier mit einer schlecht leitenden Seidenschnur auszulegen. Da war nun ein Schlüssel, und als das Gewitter aufzog, hielt er einen metallischen Gegenstand an den Schlüssel und beobachtete kleine elektrische Funken. Und damit war der Beweis erbracht, Blitze sind nichts anderes als elektrische Entladungen. Übrigens, ganz falsch ist diese Darstellung. Da sieht man, wie Franklin den Drachen oberhalb des Schlüssels anfasst, und über die Schnur hätte er hier Funken spüren können, und ich bin sicher, diese Schnur hätte er ganz schnell wieder losgelassen. Zynischerweise machte sich Franklin auch schon Gedanken über den Tod durch Elektroschock. In einem Brief aus dem Jahre 1773 beschreibt er sehr genau, wie man per Elektroschock Tiere töten kann. Und damals reichte die Energie noch nicht aus für einen elektrischen Stuhl. Das hat dann 1892 der weltbekannte Erfinder Thomas Alva Edison nachgeholt. Wo viel Licht ist, ist also offensichtlich auch viel Schatten. Die großen Erfinder haben nicht immer alles zum Wohle der Menschheit getan, auch wenn man im Nachhinein das Ganze gerne so darstellt. Was kann alles passieren, wenn der Blitz einmal einschlägt? Wir haben für Sie die spektakulärsten Blitz-Stories zusammengestellt. Here are the top 10 Lightning Hits. Die Nummer 10. Einem englischen Polizisten flog der Helm weg. Ich war heiß wie eine Glühbirne. Platz 9. Inferno in Leeds. Der Blitz sprengte die Gasleitung. Blitzbesuch in einem Hotel in Norfolk. Saison beendet. 1985, Jimmy Connors vom Blitz getroffen. Second Service, Jimmy. Platz Nummer 6, 1984, Oxford gegen Cambridge. Ruderer kann nichts erschüttern. Nummer 5. Blitzstart im Raumfahrtzentrum. Fehlzündung. Königliches Feuerwerk in Royal Ascot. Für 44 war das Rennen gelaufen. Platz 3. In New York gehen 1965 die Lichter aus. 9 Monate später Geburtenrekord. Gottes Zorn fährt auf Yorkminster nieder. Der Bischof hatte an der jungfräulichen Geburt gezweifelt.
nun der absolute Killerblitz. 1697 radierte das irische Städtchen Athlone aus. Volltreffer in die Pulverkammer der Burg. In diesem Moment entladen sich etwa 2000 Gewitter rund um den Globus. Und allen gemeinsam, es blitzt und donnert. Blitze sind elektrische Entladungen, das wissen wir spätestens seit Franklin. Und wichtig dabei ist, davor muss eine Ladungstrennung stattgefunden haben, so wie hier, wo innerhalb der Kugeln die Ladungen getrennt wurden. Wenn ich sie dann zusammenbringe, springt der Funken über. Ganz ähnlich passiert es auch innerhalb der Gewitterwolke. Eine Gewitterwolke kann bis in Höhen von 10 bis 15 Kilometern hinaufragen. Und wenn man sich das anguckt, oben ist sie positiv geladen, unten negativ. Nun, wie kommt es zu dieser Ladungstrennung? Da gibt es eine Reihe von Mechanismen, die da offensichtlich eine Rolle spielen. Im Kern ist es so, es kommt zu mikroskopischen Ladungstrennungen und die negative Ladung bindet an schwere Teilchen. Diese schweren Teilchen sinken nach unten und damit trennt sich dann innerhalb der Wolke die Ladung. Ein zweiter sehr wichtiger Aspekt, gleiche Ladungen stoßen sich ab. Der untere Bereich der Wolke ist negativ geladen und verdrängt nun alle negativen Ladungen auf dem Boden. Das heißt, übrig bleibt ein positiv geladener Teppich. Die Luft selber ist ja ein schlechter elektrischer Leiter. Und das Erste, was passiert, ist, dass nun ein sogenannter Fangkanal sich von der Wolke her ausbildet. Diesen Fangkanal können wir übrigens noch nicht sehen, aber wichtig, er ist elektrisch leitend. Und wenn dieser Fangkanal nun nahe genug an der Erde ist, beziehungsweise hier so an einem Turm vorbeikommt, dann passiert Ähnliches von unten nach oben. Auch hier bildet sich ein solcher Kanal. Und wenn diese beiden Kanäle sich berühren, dann kommt es zu einem Kurzschluss und in dem Moment kann die Ladung abströmen, sprich in dem Moment kommt es zum Blitz. Übrigens interessanterweise, es blitzt in der Regel von unten nach oben und nachdem es geblitzt hat, sieht man auch hier, dass im Umfeld die Ladungen sich gegenseitig aufgehoben haben. Der größte Teil der Blitze findet übrigens innerhalb der Wolke statt, etwa 90%. Nur der Rest entlädt sich dann über den Boden. So viel zur Theorie, aber viel spannender ist das Ganze natürlich in natura. Meistens blitzt es gleich mehrmals, deshalb nehmen wir Blitze auch als so ein Flimmern wahr. In der Regel gibt es nämlich 2 bis 3 Entladungen, aber manchmal kann es bis zu 20 Entladungen geben. Schauen Sie sich zum Beispiel diese Aufnahme hier an. Hier hat der Fotograf seine Kamera von links nach rechts geschwenkt. Hier ist also der erste Blitz und in der Folge sieht man hier eine ganze Kaskade von Blitzen. Hier waren es über 20 solcher Überschläge. Nun, die Energie, die dabei freigesetzt wird, ist enorm. Da fließen Ströme so zwischen 20 und 200.000 Ampere. Und diese Entladungsenergie ist so hoch, dass die Luft in der Nähe des Blitzes sich in Bruchteilen von Sekunden auf über 30.000 Grad erhitzt und dabei natürlich schlagartig ausdehnt. Das gibt einen Knall und genau das hören wir als Donner.
Je weiter weg es einschlägt, umso größer der Zeitunterschied zwischen dem schnellen Blitz und dem vergleichsweise langsamen Donner. Es gibt ja eine einfache Regel, mit der Sie immer bestimmen können, wie weit weg von Ihnen es eingeschlagen hat. Wenn es 3 Sekunden nach dem Blitz donnert, dann entspricht das einem Abstand von 1 Kilometer, 6 Sekunden, 2 Kilometer und so weiter. Wie gewaltig die Energie eines Blitzes ist, erkennt man aber auch, wenn er zum Beispiel solche Bäume trifft. Auf diesen Aufnahmen, da sehen Sie es auch, die Baumsäfte sind gute Leiter. Und ähnlich wie die Luft beim Donner wird hier die Baumflüssigkeit explosionsartig aufgeheizt. Der ungeheure Ausdehnungsdruck spaltet dann den Stamm. Hier bei der Eiche sieht man sogar, er ist vorne und hinten, also quer durch, gespalten. Ein anderes Beispiel, eine Birke, da sieht man, da hat der Blitz ganze Teile der Rinde regelrecht abgesprengt. Nun, meistens kommt man zu spät und sieht nur noch die Folgen des Blitzeinschlags. Und ideal für Wissenschaftler wäre natürlich, den Blitz möglichst direkt, also während des Einschlags, zu studieren. Wenn man so will, die Urenkel von Benjamin Franklin experimentieren daran, denn in Florida haben Forscher in diesem Jahr eine Serie von waghalsigen Versuchen unternommen. Man nehme eine kleine Rakete, daran befestige man ein Kupferkabel und schieße sie in eine Gewitterwolke. Wenn man Glück hat, gibt es eine spektakuläre Reaktion. Volltreffer. In Camp Blanding in Florida hat mal wieder ein Blitz eingeschlagen. Im vergangenen Sommer trafen sich dort eine Handvoll Blitzforscher, um mehr über dieses flüchtige Naturphänomen zu erfahren. Mit ihren schweren Geräten können sie jedoch nicht jedem Blitz hinterherreisen. Die Forscher haben sich deshalb etwas anderes überlegt. Mit Raketen holen sie sich die Blitze vom Himmel. Camp Blanding liegt im Norden von Florida. Vor unserem Besuch hat man uns versichert, hier gewittert's im Sommer garantiert jeden Tag. Ausgerechnet für unseren Dreh erwischten wir jedoch die schönsten Tage des Jahres. Weit und breit keine Blitze in Sicht. Für Projektleiter Phil Barker ein Albtraum. Da bleiben nur die Routinearbeiten am Raketensilo. Auf dem Testgelände hat man gleich einen ganzen Elektropark aufgebaut. Blitze bevorzugen Überlandleitungen. Elektrizitätswerke interessieren sich deshalb für die Ergebnisse der Raketentests. Ein Blitzschlag kann einen Millionenschaden anrichten. Phil arbeitet für einen großen amerikanischen Elektrokonzern, Power Technologies. In Camp Blanding mit von der Partie André Hébert Bérard, ein französischer Kollege von Phil und ein wahrer Raketenfreak. André kennt sich am besten mit den Raketen aus. Für jeden Versuch muss ein neuer Kupferdraht her. Wie eine Harpune fängt die Rakete den Blitz ein und leitet seine Energie über den Draht zur Erde. Alles ist vorbereitet. Es herrscht Ruhe vor dem Sturm. How's it look? Looks better. It's coming. 20 kilometers about. That's pretty good. So it's really getting slowly but surely. Endlich. Der Wettercomputer meldet sich. Eine Gewitterfront rückt auf das Testgelände zu. Dann wird's hektisch. Alles muss schnell gehen. Suni, this is launch control. What's your assessment of the weather situation now? Phil ist nicht ganz zufrieden. Die Entladung war zu schwach. Solche Daten lassen sich nicht auswerten. Meist bringen sie die Geräte noch nicht einmal zum Ausschlag. Hält sich das Wetter für einen weiteren Versuch?
Das Ganze in Zeitlupe. Die Rakete steigt senkrecht zum Himmel auf und löst dort schlagartig eine Entladung aus. Eine Art gelenkter Blitz. Und weil es so schön war, noch ein Schuss. An guten Tagen holen sich die Forscher bis zu 10 solcher Blitze vom Himmel. Es ist klar, dass sich die Wissenschaftler äußerst gut abschirmen müssen, damit sie nicht selbst vom Blitz getroffen werden. Nun, bedingt durch gute Aufklärung und gute Blitzableitungssysteme ist die Zahl der Blitzopfer in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Aber dennoch kommt es immer wieder vor, dass auch Menschen vom Blitz getroffen werden. Hierzu das folgende Beispiel. 10. Juni 1992. Schulfest in Rüsselsheim. Drinnen zeigen die Nachwuchsringer ihr Können. Im Schulhof gibt's Kaffee und Kuchen und Spezialitäten vom Grill. Die Videokamera eines Vaters läuft mit. Am Kopfende des Tisches, direkt neben der Schuleiche, die 14-jährige Maike. Es ist kurz vor 17 Uhr. Die Kamera fängt das folgende Geschehen zufällig ein. Das war ein Blitz, der hat eingeschlagen. Ist was passiert? Das war das Schulfest, das im vergangenen Jahr stattfand. Maike, mittlerweile geht's dir wieder bestens. Dich hat der Blitz regelrecht getroffen. Wie ist das abgelaufen? Also wir waren auf dem Schulfest, wir saßen zusammen, die ganze Klasse, die Mütter und die Väter, und ich saß unterm Baum. Und auf einmal hat mich der Blitz getroffen und ich habe nichts mehr mitgekriegt. Es war schwarz eigentlich alles. Und das Komische ist ja, Sie, Angelika, Mutter, saßen direkt daneben. Sie haben es also direkt miterlebt. Ja, ich habe es eben auch nicht miterlebt in dem Sinne, dass ich weiß, was passiert ist. Ich bin, als das passiert ist, mit meinem Stuhl umgefallen. Wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten, dass halt von fern ein Gewitter kommt. Und Maike sagt noch mal, guck mal da hinten, die schönen Blitze. Und ja, und dann hob sich der Boden, so hatte ich den Eindruck. Bin mit meinem Stuhl umgefallen und bin aufgewacht und habe Maike halt auf ihrem Stuhl sitzen sehen, als einzige noch. Und rundum war die Panik. Ja, ja, das hört man ja auf dem Video. Ja. Alle laufen im Grunde genommen wahrscheinlich in diese Schule hinein. Wo hat dich der Blitz nun getroffen? Am Hals hat er mich getroffen. Und dann ist er abgeleitet zum Bauch und dann hatte ich noch eine Narbe am Fuß. Mhm. Und am Hals, da sieht man noch sozusagen eine Spur. Ja. Das ist, wenn man so will, eine kleine Trophäe jetzt. Du hattest eine Kette an und der Blitz ist über diese Kette dann übergesprungen. Ja. Und von der Kette keine Spur mehr. Die ist verschmort. Die ist verschmort. Nun saßt du da alleine, alle anderen waren weg, du warst nicht bei Bewusstsein. Was ist dann abgelaufen? Ja, also ein Elternteil hat mir geholfen, die Maike auf den Boden legen, beziehungsweise ich habe ihm geholfen, ich konnte nicht viel machen. Ich dachte, die Maike ist tot. Mhm. Und er hat dann halt Herzmassage bei ihr gemacht. Wir haben sie zugedeckt und in der Zwischenzeit hat irgendjemand einen Krankenwagen angerufen und die sind dann auch ganz schnell gekommen. Und dann ging es in die Klinik. Man muss dazu sagen, Sie selber sind Krankenschwester und es ging dann auch in die Klinik, in der Sie selber arbeiten. Ja. Was passierte dann in den nächsten Tagen? Also Maike, das war ein Mittwoch, an dem das passiert ist. Maike war Mittwochnacht beatmet. War Mittwoch, Donnerstag bis Freitag, Mittag auf Intensiv. Und ist dann eben, dann ging es ihr wieder besser, ging es ihr gut. Und sie ist dann verlegt worden auf eine normale Station. Sie als Krankenschwester selber, haben Sie eigentlich so einen Tipp, was macht man? Na, ich meine, der Blitz muss ja nicht immer einschlagen, aber zum Beispiel beim Stromschlag. Gibt es da irgendetwas, was man tun sollte? Ja, also viel trinken hinterher, viel Wasser trinken. Also wegen der ganzen Salze? Wegen dieser, na, wie nennt man das?
Weil eben alles stark konzentriert ist im Körper, die ganzen Flüssigkeit, die Salze, Mineralien. Und um das halt aufzufüllen, muss man Wasser trinken und ganz schnell Hilfe holen. Was mich jetzt interessiert, ist so ein Jahr danach, wenn du jetzt ein Gewitter hörst, hast du besonders jetzt noch mehr Angst vielleicht vor Blitzen? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde es wie vorher, ich finde es immer noch interessant, wie die Blitze, wie das aussieht und so. Ich finde es immer noch toll. Angst habe ich keine. Angst hast du keine. Und wie ist es bei Ihnen? Ich habe Angst. Ich habe Angst um meine Kinder und um mich. Ich kann also, ich würde gerne aus dem Fenster gucken und traue mich nicht so recht, weil ich denke, der Blitz trifft mich da. Ja, und die Kette, die hat sich aufgelöst. Sie haben mir erzählt, die Kette bisher hat noch keiner beantragt, dass man die zurückbekommt, aber sollte man doch versuchen, ne? Ja. Bei der Versicherung. Werden wir probieren. Okay, also ich hoffe, auch wenn das nächste Gewitter kommt mit interessanten Blitzen, das wird ganz bestimmt nicht noch einmal passieren. Ja. Vielen Dank, dass Sie beide ins Studio gekommen sind. Und eine Frage, die ja immer wieder auftaucht, was passiert eigentlich im Flugzeug? Man fliegt durch ein Gewitter, um einen herum blitzt es. Wie sicher ist man? Nun, die Außenhaut der modernen Jets besteht im Wesentlichen aus Aluminium, ist also gut leitend. Und hierdurch schafft es der Blitz nicht, ins Innere der Kabine einzudringen. Man sitzt also als Passagier, wie der Fachmann sagen würde, in einem faradäischen Käfig und ist bestens abgeschirmt. In speziellen Versuchsreihen, Sie sehen es hier in diesen Bildern, prüft man überdies, ob es nicht trotzdem zu kleineren Überschlägen, zum Beispiel in der Nähe der Treibstofftanks kommen kann, die sich ja in den Flügeln befinden. Und mit kleinen, künstlich erzeugten Blitzen macht man sich so ein genaues Bild davon, wie sich die elektrische Entladung fortpflanzt. Anders verhält sich die Sache, wenn das Flugzeug nicht eine Aluminium-Außenhaut hat, sondern diese Außenhaut aus synthetischen Fasern besteht, zum Beispiel aus Kohlenstoff. Der ist ja nicht leitend und das kann dann passieren, wenn da der Blitz einschlägt. Hier sehen Sie, er hat regelrecht die Außenhaut aufgerissen. Hier erkennt man diese Kohlenstofffasern. Aber auch hier gibt es ein Mittel zur Abhilfe, nämlich diese Außenhaut wird zusätzlich mit einem leitenden Material beschichtet und bei gleichem Blitzeinschlag sieht man, hier ist der Effekt weitaus weniger dramatisch. Es gibt zwar immer noch eine Rußschwärzung, aber bei weitem nicht so tiefe Löcher. Nun zusammenfassend muss man sagen, sowohl im Flugzeug als auch im Auto, auch das Auto ist ein faradäischer Käfig, ist man besonders sicher vor Blitzen. Gefährlicher wird es immer dann, wenn man festen Boden unter den Füßen hat. Nun zum Glück trifft es ja nur selten Menschen. Weit öfter schlägt es in Bäume oder auch in Gebäude ein. Und dabei kann der Schaden manchmal sehr groß sein. Die Natur wählt sozusagen den Weg des geringsten elektrischen Widerstands. Wenn zum Beispiel der Blitzableiter fehlt, dann fließt hier der Strom zum Beispiel über Heizungsrohre, über andere elektrische Leitungen oder über Türrahmen ab. Und dabei können natürlich auch Brände passieren. Abhilfe ist natürlich einfach der Blitzableiter. Was man da macht, ist, dem Blitz sozusagen seinen Weg vorzugeben mit einer dicken Kupferleitung. Und dadurch verhindert man, dass der Blitz ins Innere des Hauses eindringt. Und so sieht der Original-Blitzableiter des Kölner Doms aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier sogar die Einschlaglöcher des Blitzes. Hier schwarz verrußt und deutlich erkennbar auch hier das dicke Kupferkabel, was dann von den Turmspitzen bis runter zur Erde reicht. Nun, gerade in der heutigen Zeit haben wir ja aber auch eine Menge von Leitungen, von Elektronik. Und so sieht zum Beispiel eine Videoleitung aus, wenn der Blitz da reinhaut. Da erkennt man, hier hat es die Kupferummantlung regelrecht zerrissen. Und noch viel empfindlicher ist die ganze moderne Elektronik. Da haben wir hier zwei kleine Beispiele. Hier schauen Sie mal diesen integrierten Schaltkreis. Der ist verbrannt durch Blitzschlag oder besonders hübsch. Hier diesen IC hat es abgehoben mit dem Blitz. Nun, Blitzableiter helfen, aber sie sind keine Garantie. Es gibt da einen schönen Fall hier in der Nähe Kölns, da hat es eingeschlagen in das Gebäude einer größeren Firma, obwohl da oben ein Blitzableiter stand. Und die Schadensliste liest sich folgendermaßen, da gab es 110 zerstörte Computerterminals,
25 Drucker, 25 Plotter, Schreibautomaten, Brand- und Einbruchmeldeanlagen. Ja, es ging so weit, dass man bestimmte Türen nicht mehr öffnen konnte, da die entsprechende Elektronik ebenfalls beschädigt worden war. Ein großer Schaden, aber zum Glück war das Unternehmen gut versichert. Es gibt aber auch ganz schlaue Versicherungsbetrüger, die behaupten, dass angeblich der Blitz dieses oder jene Gerät zerstört habe. Aber aufgepasst! Mit Hightech haben diese Menschen heute keine Chance mehr, denn jeder einzelne Blitzschlag hier in der Bundesrepublik wird genauestens registriert. Wir haben da einem sehr kompetenten Gutachter über die Schulter geschaut. Ein typischer Gewittertag mit zwei Blitzen, die ein Nachspiel haben. Blitzdetektiv Karl-Heinz Otto auf dem Weg zu einer Wuppertaler Recyclingfirma. Dreimal hat in diesem Jahr dort der Blitz eingeschlagen und die Computer lahmgelegt. Jetzt kann nur noch Otto helfen. Moin, Otto. Ich bin hier verabredet mit der EDV-Abteilung, Herr Sonnenschein. Das ist keine Inszenierung. Den blitzgeschädigten Herrn Sonnenschein gibt es wirklich. Und Blitzdetektiv Otto soll die Firma gewitterfest machen, im Auftrag der Versicherung. Die hat nämlich keine Lust, bei jedem Gewitter draufzuzahlen. Wir haben jetzt den Ort schon festgestellt. Wir liegen also exakt auf diesem Punkt, 51.18 Minuten und 14 Sekunden Nord. Mit seinem elektronischen Sextanten bestimmt Otto die genaue Position der Firma. Die Daten gibt er in Blitz ein, das Ortungssystem, das jeden Blitz zwischen Nordsee und Alpen registriert. Am 8. September blitzte es in Deutschland über 3.500 Mal. Kurz vor sieben gingen in der Wuppertaler Firma mal wieder alle Lichter aus. Die Ursache ermittelt der Blitzexperte in seinem Computer. 15. 400. 7.000 Sekunden am 8. September ein Einschlag an dieser Stelle war von minus 88 Kiloampere. Die Entfernung ist das war 1,8 Kilometer entfernt, in einem Winkel von 102 Grad zur Firma. Mit diesen Daten kann Otto auf einer Karte genau nachvollziehen, wo der Blitz eingeschlagen hat. Wie gesagt, fast 2 Kilometer weit weg. Versicherungsbetrug? So wie gestern, als eine Kölner Firma den Ortstermin beim Stichwort Fernsehen blitzschnell absagte? Nicht in diesem Fall. Ottos Berechnungen zeigen, dass es tatsächlich einen Einschlag gegeben hat. Seinen Weg in die Computer der Firma hat er sich über die Stromleitungen gesucht. Dass ein direkter Einschlag auf ihrem Gelände überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern er lag genau hier im Bereich einer Freileitung. Wir haben diesen Einschlagspunkt genau hier im östlichen Teil. Und wenn wir aus dem Fenster sehen, sehen wir hinten. Sollten die Hochspannungsmasten der Schlüssel zu diesem Fall sein? Es folgt Ottos kleine Lehrstunde in Elektrotechnik. Seine Aufgabe, die Schwachstellen in den elektrischen Leitungen aufspüren und beseitigen. Ein Schnappschuss für die Versicherung und weiter geht's. Kein Kabel ist vor Otto sicher. Nebenbei die Lösung des Problems. Lichtwellenleiter. Kupplungen, in denen die Daten weiterfließen, aber nicht der Strom. So kann der Blitz nicht mehr in die Computer einschlagen. Otto, der Meister der Blitze, umgeben von seinen neuen Fans. Ja, darf ich mich bedanken? Ich zu danken, ich habe Ihnen zu danken, Herr Otto. Ich hoffe, dass Sie klar kommen damit. Tschüss. Aber das war ja nur die Pflicht. Jetzt kommt Ottos Kürprogramm. Wo schlug der Blitz genau ein? Ortstermin. 8. September. 16. Die Zeugenbefragung hat nichts gebracht. Also muss die Technik wieder ran. Nochmal wird die genaue Position bestimmt. Das heißt, wir liegen. Ja. Ja, ja. Es kommt sogar sehr exakt hin. Natürlich kommt es exakt hin. Bei so viel Spürsinn hat der Blitz keine Chance. Noch ein paar Schritte durchs Unterholz. Da, das ist also nicht lange her. Ist also durchaus, wenn das jetzt auch noch übereinstimmt, dann kann man schon davon ausgehen, dass ein Hauptleitblitz hier in die Freileitung gegangen ist und hier in dem Bereich dann weitere Ableitungen da sind. Ein Blitz könnte auch Ihren Fernsehabend unsanft beenden.
Nicht immer trifft der Computer, Verstärker oder Videorekorder. Nicht immer, aber immer öfter. Was sagt die Versicherung? Beim Lesen des Kleingedruckten könnte auch Sie der Schlag treffen, denn für Ihre Versicherung ist Blitz noch lange nicht gleich Blitz. Der direkte Blitzeinschlag, das heißt also der direkte Übergang eines Blitzes auf die versicherten Sachen, ist versichert. Und erkennbar ist das auch leicht an Schmauchspuren im Kabel, in den Leitungen oder am Gerät selber. Was nicht automatisch und generell versichert ist, das ist der sogenannte Überspannungsschaden, das heißt also die Fernwirkung eines Blitzes. Im Klartext, wenn der Blitz, wie hier, direkt in Ihr Haus einschlägt, dann seien Sie beruhigt, die Versicherung muss zahlen. Anders ist es, wenn der Blitz als Überspannung durch die Steckdose kommt. Bei diesem indirekten Blitzschlag zahlt die Versicherung nicht. Dabei sind Schäden durch Überspannung mittlerweile viel häufiger als durch den direkten Blitzschlag. Durch immer mehr Elektronikgeräte im Haushalt stehen Überspannungsfälle in der Schadensstatistik ganz weit oben. Unser Tipp: Die Gebäude- und Hausratsversicherung etwas aufgestockt und Sie sind gegen indirekten Blitzeinschlag versichert. Auch für Blitze gilt: Erst anmelden, dann einschalten. Es ist schon beachtlich, dass jeder einzelne der ca. 1,2 Millionen Blitze, die jedes Jahr in der Bundesrepublik einschlagen, genau erfasst wird. Das Prinzip des Messsystems, das im Film vorgestellt wurde, ist übrigens sehr einfach. Die Energie des Blitzes wird nämlich in Licht, Schall und Wärme umgewandelt, aber ein Anteil davon wird auch in Form von elektromagnetischen Wellen abgestrahlt. Wenn Sie so wollen, sind also Blitze auch in gewisser Weise ein Radiosender. Das können Sie übrigens leicht zu Hause prüfen. Nehmen Sie ein Radio und stellen Sie es auf Mittelwelle ein. Und Sie brauchen dann nur noch so einen Gasanzünder zu nehmen. Da springen ja die Funken über und Sie hören deutlich im Radio das Knacken. Nun, Fachleute sind in der Lage, aus diesem Knacken eine ganze Menge herauszulesen, zum Beispiel die Intensität des Blitzes, oder sie können feststellen, ob es ein Blitz war innerhalb der Wolke oder ein Blitz zwischen Wolke und Boden. Das Messsystem selber besteht nun aus etwa einem Dutzend Stationen, die über das Gebiet der Bundesrepublik verteilt sind. Ganz wichtig dabei, diese Stationen müssen alle synchron arbeiten. Das heißt, Sie brauchen eine exakt abgestimmte Uhrzeit. Die bekommen Sie über das Signal des sogenannten GPS-Satelliten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es hier in der Nähe von Dortmund eingeschlagen hat, kann man verstehen, das Radiosignal braucht zum Beispiel länger, dass es in Leipzig empfangen wird, als in Kassel. Und mit diesen Zeitdifferenzen ist man nun in der Lage, den genauen Einschlagsort zu bestimmen. Und das Ergebnis bekommt man dann auf einem Computerbildschirm, hier zum Beispiel das Ruhrgebiet für einen einzigen Tag. Und diese weißen Pünktchen hier, das sind Blitze, und zwar Blitze vormittags. Die violetten, das waren Blitze nachmittags. Und man kann jetzt für jeden einzelnen Blitz auch noch die exakte Uhrzeit ermitteln. Das, was die Industrie mit großem Aufwand treibt, das hat ein junger Mann aus Detmold versucht, hat dabei sogar einen Preis bei Jugendforsch gemacht. Ich begrüße hier bei Quarks & Co. Robin Jähne. Hallo. Schön, dass du hier bist. Blitze, kann man ja sagen, sind deine Leidenschaft. Du hast hier zum Beispiel einen solchen Zählapparat gebaut. Ja, der Zählapparat funktioniert ähnlich wie auch die andere Blitzerfassung. Hier ist der Empfänger, dieses kleine Teil. Ein Mittelwellenradio, wenn man so will. Genau. Und wir haben nun bei unserem Jugendforschprojekt rausgefunden, dass Gewitter nicht einfach wahllos durch die Landschaft ziehen, sondern ganz bestimmten Pfaden folgen, sogenannten Gewitterzugstraßen. Mhm. Das sehen wir ja hier auch auf der Grafik. Das sind also jetzt eure Daten. Und da sehen wir zum Beispiel, die Stadt Detmold wird von Blitzen verschont. Ja, das liegt einmal daran, dass Gewitter um die Stadt umgeleitet werden, da wir herausgefunden haben, dass auch die Leitfähigkeit des Bodens die Zugrichtung bestimmt. Und in der Stadt leitet eben der Boden wegen des Betons und Asphalts nicht so gut. Außerdem entsteht über einer Stadt immer so eine Art Mini-Tiefdrucksystem, welches die Gewitter blockiert. Und ich habe das alles selber gemessen. Also dieser Apparat tut's auch hier. Allein das Signal meines
Gasanzünders, das kann man hier sehen. Da steigt hier die Zahl, also da werden dann die Blitze gezählt. Und es piepst auch noch. Das ist sozusagen Alarm für euch, wenn das Gewitter kommt. Ja, man kann also bis zu 5 Stunden vorher vorwarnen mit diesem Gerät. Blitze als Leidenschaft. Du gibst auch eine Reihe von Vorträgen, hast hier dieses Kabinett. Ich würde sagen, Spot aus, damit wir hier ein bisschen Show haben, was alles bei Blitzen passiert. Ja, schon geht's los. Das ist also der erste Fall. Der Blitz schlägt in den Baum ein und unten gibt's dann einen Überschlag auf ein Pferd. Zweites Beispiel, Überlandleitungen. Ja, und da sucht sich der Blitz natürlich immer genau diese freihängenden Leitungen aus, sehr zum Ärger der Kunden, der Telekom oder der Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Und selbst wenn der Blitz in einer Leitung getroffen hat und dann abgeleitet wird, dann kann er eine Spannung in der anderen Leitung entstehen und dort noch kilometerweit wandern. Und da gehen dann die Apparate kaputt. Genau. Drittes Beispiel hast du hier, Blitz im Gebirge. Hey. Vielleicht noch ein Stück rüberziehen. So. Schön, wenn man selber Blitze machen kann, ne? Und das macht Spaß. Da sieht man deutlich, die Leitfähigkeit hier ist also äußerst schlecht, sodass die Blitze über die Oberfläche abgeführt werden. Also wehe dem, der sich im Gebirge verirrt, wenn ein Gewitter aufzieht. Toller Versuch, Robin. Aber es gibt noch darüber hinaus eine ganz andere Leidenschaft. Wir haben sogar in dieser Sendung eine Kostprobe davon bekommen, diese fantastischen Aufnahmen von Gewittern und bewegten Wolken, gedreht mit 16 mm. Es gibt so eine Sache, die vermisst du noch. Du sparst auf etwas, haben wir immer so gehört. Ja, mein Wunsch ist eine Areflex und ein Steamback-Schneidetisch. Jetzt haben wir zwar Werbung gemacht, dürfen wir nicht, aber es gibt eine Sendung, die nennt sich Lass dich überraschen. Du darfst mal ruhig hier gucken. Oh, Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Oh, super. So, also er hat nichts davon gewusst. Jetzt ist bei dir dann auch in dieser Sendung der Blitz regelrecht eingeschlagen. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Wir werden dir einen solchen Apparat besorgen. Und jetzt kriegt auch noch mein Aufnahmeleiter einen Blitzschlag. Wir bringen dir das Ding auch nach Hause. Also Transport und so weiter ist alles klar. Vielen Dank, Robin, dass du hier warst. Ich danke auch, ganz toll. Er kann es immer noch nicht fassen. Blitze scheinen manchmal aber auch Künstler zu faszinieren. Und in Kalifornien, wo sonst, gibt es sogar einen Artisten, der mit Hilfe von Blitzen malt. Hochspannende Kunstwerke. Dave Archer. Der Mann, der einen 1,5 Millionen Volt Pinsel beherrscht. In seinem Hochsicherheitsatelier fräsen die künstlichen Blitze Strukturen in eine Glasplatte. Die Brandadern formen Landschaften, verdichten sich zu Planeten, Sternhaufen und leuchtenden Gaswolken. Strukturen, denen er mit konventioneller Maltechnik Farbe, Textur und Perspektive verleiht. Was ist das Besondere an dieser Kunst? Wahrscheinlich der Reiz des Extremen. Mit einem solchen Pinsel zu malen ist, als würde man eine Hand voller Kobras bändigen, sagt Dave Archer. Nach dieser kalifornischen Blitzkunst bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Das war's dieses Mal von Quarks & Co. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen. Tschüss.